Whoa. Wow, what a build, dude. Look at this map. What is this? Wie begeistert man junge Menschen so sehr für Pressefreiheit? Reporter ohne Grenzen präsentiert The Uncensored Library. Millionen Jugendliche wachsen in Ländern mit strikter Internetzensur auf. Doch auch dort, wo fast alles blockiert wird, ist Minecraft, eines der größten Games der Welt, frei zugänglich. I'm Julia Berezovskaya. Zensierte Artikel von renommierten JournalistInnen wurden zu unzensierten Büchern, veröffentlicht in Minecraft. We need to inform young people about the real political situation in the world. Eine riesige Bibliothek wurde gebaut, um der Pressefreiheit ein digitales Denkmal zu setzen. Und zum ersten Mal wurde ein Computerspiel verwendet, um Zensur zu umgehen. Am Welttag gegen Internetzensur öffnete die Library ihre Türen, begleitet von einer Kampagne mit allen Hintergründen zum Projekt. Und bekannte Gaming-Influencer berichteten. So those articles have been transposed into books that are readable in Minecraft. I've seen some wild and crazy things in this game, but this one might actually take the cake. Today we're looking at the Uncensored Library. Und die Community war begeistert. Holy crap! Millionen von Gamern wurden erreicht, viele in Ländern mit starker Pressezensur. COVID-19 press censorship. They have an entire hallway. Die Library wuchs über die Grenzen des Spiels hinaus und machte weltweit Schlagzeilen. Sie wurde sogar zum Lehrinhalt in Schulen und Universitäten. Und die Spenden für Reporter ohne Grenzen explodierten. Die Uncensored Library bleibt geöffnet und publiziert stetig neue Artikel, damit junge Menschen weiterhin Zugang zur wichtigsten Waffe im Kampf gegen Unterdrückung haben. Wahrheit. The only real way of fighting censorship is sharing and spreading what is being censored.